Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video. In den Weihnachtsferien versucht man den Daily Upload und heute geht es um diese Box. So, was haben wir hier? WWE Revolution Blaster Box. Also was ist da drin? Inserts Parallel including the Ultra Rare Galactic. Das wäre natürlich mal was. Und Autographs sind auch noch drin von Superstars of Yesterday, Today and Tomorrow. Also deswegen 8 Parallels und 4 Inserts. Wir schauen rein. Schauen wir mal, wie der ganze Spaß hier aussieht. Also, wie viele Packs haben wir? Ja, da haben wir doch ein paar Packs. Da sind noch ein paar Karten dabei, also. Let's go ins erste Pack. So, Pack Nummer 1. Ja, Revolution ist halt ein cooles Design, kann man nichts gegen sagen. Warte mal, Moment mal. Catanzaro. Dann haben wir Xian Quinn, Rookie. Reggie. Oh, und da haben wir schon ein Parallel mit Maiko Satomura. Coole Karte. Und wir haben einen Supernova. Mit Big E. Okay, Revolution, echt sehr schönes Design. So, dann haben wir hier Elektra Lopez, Rookie. Dann haben wir Dexter Loomis, Natalia. Oh, coole Karte. Ultimate Warrior, leider schon verstorben. Aber das ist natürlich eine richtig schöne Karte. Dann haben wir hier noch einen Reunion. Und dann natürlich Hulk Hogan und Macho Man Randy Savage, damals noch als Tag Team. Sehr cooles Ding. So. Shotzi. Sieht ein bisschen ungesund aus. Dann haben wir noch Roderick Strong. Braun Breaker. Cookie. Gunther. Und wir sehen auch nochmal Hulk Hogan im schönen Parallel. Very nice. Also Hulk Hogan können wir heute. Ist eigentlich schon eine gute Ratio. Es sind 5 Karten drin und davon sind 2 Parallels. Also wir haben Malaya, Zach Gibson, Seth freaking Rollins. Dann haben wir noch einen Parallel mit Riddle und, oh, die sieht cool aus. Was haben wir hier im Angebot? WWE, who's that? Ja, sieht schon mal fies aus, der gute Mann. Shockwave, Shishuke Nakamura. Shishuke Nakamura, was für eine geile Karte. Damian Priest. Rick, der Gitarrenmann. Jinder Mahal. So, wir haben hier im Angebot. LA Knight. Aha, so sieht er aus, der LA Knight. Ich kenne nur den Brooklyn Knight. Und da haben wir noch einen Klassiker, das ist Lex Luger, oder? Boah, geil. Also, da sind ja noch die Jungs dabei, die ich noch kenne. So, sieht aus wie Scarlet Witch, ist aber Becky Lynch. Dann haben wir Kushida. Coole Karte. Oh, ja. Rhea Ripley. Okay. Angelo Dawkins sagt mir nichts. Aber wen haben wir hier? Vortex. AJ Styles. Also die Karte ist ja auch cool. Richtig gut. Oh, und da haben wir sogar eine Number dabei. Zu 199. Angelo Dawkins aus Cincinnati, Ohio. Die sieht cool aus. Schönes Ding. So. Solo Sikoa, Rookie. Bobby Lashley. Aha. Sarai. Und was haben wir jetzt hier? Oh, nochmal den Ultimate Warrior. Na, was für eine Variation. Richtig nice. Und Diesel.
Und die beiden Jungs kenne ich doch. Richtig nice. Die ist ja eine coole Karte. Dann kannst du sagen, was du willst. Also Revolution, hammerhartes Design. Kriegen wir noch einen The Rock oder einen Undertaker raus? The Miz. Bailey. Happy Corbin. So, da gehen wir ins Parallel rein. Seven Lady, Alexa Bliss. Und wir haben noch Raquel Gonzalez. Und die sieht aber auch hart aus, die Karte. Also hier haben wir den Undertaker, Diesel, Lex Luger. Ja, das ist wahrscheinlich die Base-Karte nur, oder? Nochmal den Ultimate Warrior. Dann hier natürlich sehr oldschool Macho Man und Hulk Hogan. Dann nochmal Hulk Hogan, ganz zu Beginn der Karriere. Dann haben wir hier die beiden Numbered-Karten, also einmal Maiko. Die ist zu 149 und dann haben wir zu 199 Angelo Dawkins. Okay, dann gebt gerne mal Bescheid. Wie findet ihr die ganzen Wrestling- und UFC-Karten? Und dann können wir das ja öfter machen. Also sind ganz coole Karten dabei. Okay, also dann bis zum nächsten Mal.